Wir haben mal wieder ein Update verfügbar. Proxmox 7.2 ist heute auf den Tag herausgekommen und ich muss sagen, ich bin begeistert. Wenn wir uns einfach mal das Announcement angucken, nein, fangt erst gar nicht an zu lesen, fangt erst gar nicht an zu lesen, ist einiges passiert. Ich habe nämlich für uns, zeige ich euch gleich, einige Sachen, die wichtig sind, einfach mal rausgesucht, so ein bisschen übersetzt, weil wir machen das Ganze ja hier auf Deutsch und arbeiten uns durch das Wichtigste durch. Und ich muss wirklich sagen, wow. Ein Update, wo wirklich mal einiges reingekommen ist, aber lasst uns da einfach mal durchkämpfen. Wichtig, damit wir überhaupt irgendwo drüber reden können. Ihr seht schon, das ist jetzt einmal wirklich das, die wirklichen Release Notes und ich habe echt mich durchgearbeitet und rauskristallisiert, was ist so das Wichtigste. Aber erst einmal ganz kurz zur Grundlage. Wir haben natürlich auch ein fertiges System, wo wir es uns angucken können, weil das ist das Wichtigste, was wir uns einmal angucken sollten. Gut, Debian Bullseye 11.3. Für viele ist Ceph ziemlich wichtig, da ich weiß, ziemlich viele arbeiten. Eben schon im Forum gelesen, bisher keine Probleme. Einige haben geupdatet, bisher keine Probleme gewesen oder keine Probleme, die ja, auf zurückzuführen sind. Kernel 5.15.30, also wir werden langsam echt gut aktuell hier. Gefällt mir sehr gut. LXC 4.0 QEMU 6.2, auch da gab es ein paar Probleme, die damit wohl gelöst werden. ZFS habe ich jetzt nichts großartig gehört. Alles andere habe ich für euch zusammengefasst. Gucken wir mal ganz kurz in meine Umgebung. Ihr seht ganz oben am Bildschirmrand 7.2-3 ist es schon. Also da gab es wohl zwei, drei weitere Hürden, die man wohl nehmen musste, bis man sagen konnte, okay, 7.2 ist jetzt da, aber lasst uns mal auf das Wichtigste und meine Zusammenfassung kommen. Proxmox war wohl sehr fleißig wieder, was das Thema Backup angeht. Ich vermute mal, das wird denen sehr wichtig sein. Jetzt hört ihr auf, alles runterzulesen. Ich erkläre euch das eh alles nach und nach. Also Thema Backup. Restore-Menü überarbeitet bei Backup. Ist jetzt meine, wie gesagt, meine Notizen hier, ne? Ihr sollt meine Notizen nicht lesen. Ich zeige euch das. Ziemlich cool. Ihr seht hier in meiner Umgebung haben wir sowieso schon den Proxmox Backup-Server drin. Das, was ich euch zeige, geht natürlich trotzdem auch mit normalen Maschinen. Lasst uns mal hier irgendein Backup nehmen und wir drücken einfach mal auf Restore. Das, was die jetzt meinen, okay, jetzt dauert es eine Sekunde, weil meine Festplatten hier neben mir gerade erstmal hochfahren, bevorher sehe ich keine Informationen. Aber ihr könnt schon mal im Hintergrund, solange meine Festplatte hochfährt, was ganz Interessantes erhaschen. Guckt mal hier oben bei Notes. Ziehen wir das halt eben kurz vor bei Notes. Man kann nämlich jetzt im Backup-Scheduler-Job sogenannte, ja, Variablen definieren, damit wir einfach so, ihr seht schon hier, wenn ich jetzt nur sage, von dem System, was ist denn VM120? Hä? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ja, kann man nämlich jetzt die Nodes mit anhand von Variablen hinterlegen, so dass das Ganze ja verautomatisiert wird. Ich konnte schon immer Nodes hinterlegen, dass ich sagen kann, okay, das kommt von der und der Maschine. Die Maschine heißt so und so und so und so. Geht jetzt aber auch ganz normal über, also Variablen, zeige ich euch aber gleich. Erstmal hier unter Restore. Ah, da ist meine Festplatte. Seht ihr jetzt schon, man kann hier Override-Settings festlegen. Das heißt, wir können jetzt ganz normal die virtuelle Maschine, die wir restoren, was hier auch wirklich wunderbar funktioniert bei Proxmox, um Gottes Willen, können wir jetzt ganz normal auch schon overriden mit einem entsprechenden Namen. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich mal eine Maschine von A nach B bewegen wollen, unter anderen Namen, unter anderem VMID, gut, das ging auch schon vorher, haben wir jetzt hier einfach einen verbesserten Weg, wo wir direkt die Maschine direkt mit einem Namen, direkt mit anderen Cores belegen können. Warum auch nicht, wenn wir hier die Möglichkeit haben. Gewünscht hätte ich mir hier natürlich auch den Button einfach irgendwie Advanced, denn dieses Override-Settings ist für mich irgendwie, ja, wie soll ich sagen, Advanced. Warum denn nicht? Wenn sie es in anderen Fenstern drin haben, hätte man es hier auch machen können. Gut, ist jetzt hier drin. Finde ich gut. Auf jeden Fall eine Neuerung, die top ist. Bleiben wir beim Thema Backup. Erstens haben wir gerade gesagt, der Restore-Prozess ist jetzt ein bisschen neuer. Aber beim Backup hat sich noch einiges mehr geändert. Unter Data Center Backup kennt ihr es schon, kennen wir ja den ganz normalen Prozess, dass wir jetzt dann hier unsere Data Center Overall Backups einrichten können. Direktes nächstes Improvement und uns wird jetzt hier angezeigt, wann findet das nächste geplante Backup oder der nächste geplante Backup-Job für diesen Job statt. Das heißt, wir können endlich hier sitzen und sagen, ah jo, am 5.5. um 2:45 Uhr geht das nächste Backup los. Das ging vorher nicht. Da musstet ihr nämlich hier reingucken und erstmal selber überlegen, okay, wie ist denn jetzt mein Scheduler? Okay. Und dann erstmal nachvollziehen, okay, was, wann, wie, wo kommt denn jetzt nämlich das nächste Backup? Da seht ihr das jetzt, Datum, Uhrzeit, fertig. Bleiben wir direkt bei dem Scheduler. Nämlich der Scheduler hat seinen Weg jetzt gefunden aus dem Proxmox Backup Server, also die Intelligenz dahinter. Ich mach's mal einfach. Die Intelligenz dahinter ist jetzt in den
ins Proxmox Virtual Environment gewandert, so dass ich jetzt zum Beispiel auch die einfache Möglichkeit habe, wie hier zum Beispiel, das war das Beispiel, was Proxmox angegeben hat, First Day of Year 0000. Also im Endeffekt heißt das Neujahr. Ne? Einfach nur Neujahr. Warum das jetzt hier hinterlegt ist mit Yearly, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist jetzt die originale Schreibweise, so wird das auch in der Dokumentation oder in den Release Notes hier erklärt, dass man das Ganze jetzt so definieren kann. Also Tag und dann mit Sternchen Every und dann halt eben die Uhrzeit. In dem Falle erster Samstag jeden Monats um 15 Uhr. Finde ich gut, muss man nachvollziehen. Brauchen tut man es auf alle Fälle, definitiv. Aber wie gesagt, Hintergrund dessen ist einfach, der Scheduler ist jetzt hier mit reingewandert. Eben schon erwähnt, die Node-Templates sind jetzt da. Die haben es, glaube ich, an zwei, drei Stellen vergessen, einfach hinzuschreiben. Das ist hier die einzige Stelle, wo sie diese Possible-Template-Variablen irgendwie hingeschrieben haben. An anderen Stellen haben sie leider vergessen. Kann ich euch auch zeigen. Und hier kann man jetzt wirklich hinschreiben, Cluster, Guestname, Node und VM-ID. Das sind einfach nur Variablen. Konnte man natürlich auch schon vorher machen, aber natürlich, wenn hier in diesem Backup-Job 20 virtuelle Maschinen drinstecken, ne, dann hat man halt eben immer das Problem, dass man nur die Backup Nodes einmal für eine Maschine machen konnte. Wenn man das hier macht, dann sieht man fürs einzelne Backup aus dem großen Backup-Job, sieht man, welche Maschine, Node-Name, bla 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 bla. Wo ich jetzt vermisse, ist diese Variablen. Wenn ich jetzt einfach in meine eigene Maschine gehe und sage hier einfach mal Backup und sage jetzt hier Backup Now, ne, steht das hier nicht. Ne, hier steht einfach nur, ach guck mal, da steht's. Okay, ich dachte, das ist einfach nur als Node. Hier ist es nicht unten drunter geschrieben, hier ist es also als Title oder als Node. Okay, Cluster, Guestname, Node-ID, VM-ID, okay, wunderbar. Und ihr seht ja auch schon, ich habe es eben einmal ausprobiert. Tor-Relay in dem Falle, HM90 ist der Name und halt eben die VM-ID funktioniert. Klar, es ist ja kein Cluster, also gibt es keinen Cluster-Namen. Kommen wir direkt zum nächsten geilen Feature, was ich wirklich sagen muss. Ey, endlich, cool, finde ich super, Daumen hoch, danke, voll nett von euch. Habe ich gerade auch schon getestet, ihr kennt's. Festplatten aushängen, Festplatten einhängen. Ja, wisst ihr, was jetzt geht? Ich kann jetzt wirklich hingehen. Erstens gibt es jetzt ein Disk-Action-Menü. Und das ist da oben nicht mehr alles reingeschrieben hier oben. Sondern es gibt jetzt ein Disk-Action-Menü, wo ich jetzt hier oben sagen kann, Reassign Owner. Ja, das geht natürlich nicht, wenn die attached ist, die Festplatte. Also gehen wir jetzt einfach mal hier hin und sagen, klick, die attached, hängen wir die Kiste einfach mal aus. Nimm die Festplatte, sag Reassign Owner, geh hier einfach hin, sag bei meinem Docker-Maschine jetzt, dann sagt er hier Maschine 101, ich kann sagen, über was für ein Bus, was für ein Device und klick, er hängt es einfach um. Das musste ich vorher ein bisschen mühselig über die CLI machen. Und wenn wir jetzt in die Docker-Maschine reingucken, hat er die Kiste wieder eingehängt, aber auch direkt eingehängt. Auch da wieder, kleines Improvement, vielleicht ein Umhängen möglich machen, aber vielleicht ein Umhängen möglich machen, sodass das Ganze noch nicht attached ist, sondern de-attached ist, also nicht angehängt ist, sondern einfach nur drin hängt. Das sind so Kleinigkeiten, aber die einfach zwischendurch irgendwie, finde ich, gebraucht werden könnten. Das müsste ja nur so ein Häkchen sein, einfach nur so eine kleine Checkbox, ne? Also da manchmal, ich will mich nicht beschweren, um Gottes Willen, ich bin ja froh, dass solches Improvement wirklich kommt, doch trotzdem denke ich mir, ha, da hätte einer drüber nachdenken können, so ein kleines Häkchen zu setzen, dass die Kiste, dass die Disk hier nur eingehängt wird, dass sie hier da ist und ich die einhänge, wenn ich das möchte. Ja, jetzt habe ich halt eben das Umhängen und ich bin gezwungen, dass sie sofort vom System eingehängt wird. Ich hatte also bis dato dann jetzt keine Möglichkeit, mein System darauf vorzubereiten, dass da jetzt gleich eine Festplatte kommt. Vielleicht gibt es irgendwelche Systeme, die darauf, ja, reagieren. VM-IDs hatten wir eben schon gehabt, kann ich jetzt vorgeben, clusterweit oder ja doch clusterweit, in den Options habe ich jetzt die Möglichkeit, Next Free VM-ID Range einzugeben. Das heißt, ich kann wirklich vorgeben, okay, von wo bis wo und was ist reservierter Bereich von den VM-IDs. Vorher war ja immer nächste freie verfügbare ab 100 hochgezählt und fertig. Ne, einfache Sache, jetzt kann ich es hier angeben, Lower and Upper. Ich glaube, wenn beides definiert ist, macht er sowieso nur den Zwischenraum. Also Next Free VM Range kann ich jetzt damit definieren. Ne, wenn man jetzt sagt, okay, was ist Lower, was ist Higher, gibt es halt eben eine Range. Und wenn man eins weglässt, gibt es halt eben unendlich. Ne, und bei Upper sagt man auch, man kann bis 500 zählen. Alles, was darunter ist, ist automatisiert frei verfügbar. Alles, was da drüber ist, kann ich halt eben nur per Hand definieren, ganz einfach. So ist das. Also das definiert sozusagen den Raum. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man beides angegeben hat, Lower sowie Upper, ist man auch gezwungen in diesem, als Admin sogar, als Admin direkt und nicht irgendwelche Automatismen, als Admin direkt in diesem, in dieser Range halt eben die virtuellen Maschinen hinzuzufügen. Schnell wieder in meine Notizen rein und da haben wir was ich euch leider nicht zeigen kann, was wirklich, wirklich,
wirklich schade ist. Wieso nicht Proxmox? Schreiben sie leider Gottes hin. Oh, aber nicht in die GUI integriert. Gibt's schon Ewigkeiten, aber total wichtig. Finde ich, ja, ein Import-Disk über die API ist jetzt möglich. Auch ein Import-OVA über die API ist jetzt möglich. Dementsprechend auch über die CLI, um Gottes Willen. Aber wir wissen ja, wir benutzen ja gerne die CLI, weil wir sie einfach haben. Und dann steht hier wirklich in den Release-Notes drin, nicht in der GUI verfügbar, nicht in der GUI. Ich bin echt ein bisschen traurig, aber wird uns wahrscheinlich vielleicht in einer der nächsten Updates irgendwie dann erhaschen, dass wir das halt eben auch importieren können, dass wir einfach hier über unseren Storage gehen können. Und das wünsche ich mir auch sehr, dass wir wirklich mal auf der Maschine, auf dem Storage ein bisschen hin und her surfen können. Das ist echt was, was ich mir wirklich bald irgendwann mal wünsche, dass wir, wie gesagt, den Storage, wie gesagt, das Filesystem auf dem Storage, vielleicht muss man dafür erhöhte Adminrechte haben oder sowas, durchsuchen können und da vielleicht, also so eine Art File-Manager. Ist so ein bisschen wünschenswert, einfach wieder aus der Trickkiste gelabert. Nächster Punkt zeige ich euch direkt hier. Firewall, ICMP-Type. Ja, für viele Leute, die wirklich tief in den Firewall-Materien, in der ganzen Netzwerk-Materien unterwegs sind, die Mandanten auf diesen Maschinen vielleicht sogar laufen haben, haben wir jetzt die Möglichkeit, ein ICMP-Type, ICMP, klick, und da kommt das Feld ICMP-Type zu vergeben. Um Gottes Willen, ab jetzt, diesen Zeitpunkt, bin ich jetzt hier gerade wirklich raus. Ich habe keine Ahnung, welche ICMP-Types es gibt. Ich glaube, hier 8 Echo-Requests ist, glaube ich, so das Standard, was wir machen können. Oder Echo-Reply, irgendwie sowas. Das sind, glaube ich, die Standards, die wir hier immer irgendwo machen. Aber scheinbar gibt es ohne Ende ICMP-Types. Was schön war und ihr gerade auch schon in meinen Release-Notes gesehen habt, ist hier das Thema Software-Defined Networking geht irgendwie wohl so im Hintergrund ein bisschen weiter. Hat sich nämlich irgendwas bei der Firewall, ich konnte das selber gar nicht identifizieren so wirklich, einiges ja nochmal getan, aber es ist immer noch leider Gottes Beta- oder Alpha-Version. Das wäre so, ich glaube für vielerlei wäre es glaube ich dann doch ganz interessant, wenn das Ganze sich dann endlich mal hardcore integrieren würde, denn leider Software-Defined immer noch, ja, Beta oder Alpha, keine Ahnung, hab's verpasst. Hier ein richtig gutes Feature, ich weiß nicht, ob es das vorher gab, für mich war das jetzt Neuland, ein Proxmox Boot Tool, habe ich auch hier mal eben ausprobiert, upsala, das hier nicht, sondern Boot Tool Status, da kann man sich einiges anzeigen lassen, was wird denn gebootet, wofür ist es da, ganz einfach, pass auf, ich zeige euch einmal Kernel und drücke mal Enter, oder ich kann auch einfach da mal Enter drücken. Da seht ihr, ich kann jetzt angeben, welcher Kernel soll jetzt gebootet werden, beim nächsten Mal oder forever. Also das heißt, wenn ihr irgendwas mal ausprobieren wollt, vielleicht zu einem anderen, älteren Kernel zurück wollt oder einen speziellen Kernel auswählt, dann kann man sagen, hier alles klar, Kernel, Pin, Kernel-Version und dann einfach hier zum Beispiel nur das Flag Next Boot. Dann wird ja Proxmox rebootet in diesen Kernel, wo ihr hin wollt. Müsst das Ganze auch nicht überwachen, weil ihr gebt es jetzt ja hier schließlich vor, in was für ein Kernel gebootet wird und dann ist die Sache erledigt. Genauso wie Unpin, also nur für den, und dann hier mit Next Boot Panel, nur für den nächsten Boot will ich einmal in eine alte Version. Das heißt, ich gehe jetzt eine alte Version, weil irgendwas nicht funktioniert, boote die Kiste und auf einmal geht gar nichts mehr. Ich komme noch nicht mal mehr dran, weil aus irgendwelchen Gründen reboote ich die Kiste dann, wie auch immer, mit Knopfdruck oder was auch immer am Server als Beispiel, wird ganz normal wieder das andere Kernel hochgebootet, sodass ihr safe seid. Also richtig cooles Feature für Troubleshooting-Zwecke. Ultra, ultra, ultra gut. Gut, jetzt kommen so die kleineren Improvements, die trotzdem irgendwie wichtig sind und die Masse, weiß die Masse macht's, aber die wichtigen Sachen macht's. Also, Task-Lock ist schneller geworden. Habe ich jetzt nicht beobachten können, dass hier unten irgendwas langsam war. Mehr haben die auch nicht geschrieben, irgendwie der Task-Lock. Wichtig, und das passiert momentan wirklich überall, dass TLS 1.3 endlich überall als Only-Mode verfügbar ist. Jetzt scheinbar auch in Proxmox. Vorher war man wohl anscheinend an einigen Stellen noch gezwungen, TLS 1.2 zu verwenden und der Key-Speicherort eurer Keys, die Datei gibt es bei mir noch gar nicht, müsste man wahrscheinlich mal wirklich jetzt in der Documentation gucken, hatte ich gerade hier schon offen irgendwo, gibt es jetzt eine PVE-Proxy, die gibt es auch nicht, die Datei, die gibt es noch nicht, wie ihr seht, aber die kann man wohl erstellen, wie gesagt, muss man in der Doku gucken, da kann man den Speicherort eurer Keys, also Private Key, Public Key, kann man dort in dieser Datei definieren. Habe ich mir nicht tiefer angeguckt, ist aber jetzt einfach eine, ja, ein neues Feature.
Nächster Punkt, an den Metriken, ihr kennt's, man kann hier, glaube ich, unter Data Center Metric Server, ne, haben wir uns auch eigentlich viel zu wenig mit beschäftigt, kann man jetzt für InfluxDB und für Graphit, das sind ja im Endeffekt die Schnittstellen und InfluxDB ist eine Datenbank, kann man jetzt ganz normal, nicht kann man jetzt, was erzähle ich euch denn, haben sie wohl scheinbar in dem Format eine bessere Struktur gewählt. Jetzt kommt mein kleines Aber. Boah, bitte haben sie nicht so weit geändert. Ich weiß es noch nicht. Wir sind gerade 3 Stunden nach Release oder sowas. Bitte haben sie es nicht so geändert, dass meine ganze Struktur so anders ist, dass meine Grafana-Oberflächen nicht mehr funktionieren. Stellt euch vor, ihr seid ein großes Unternehmen mit vielen von den Servern oder mit vielen Grafana-Dashboards. Boah, bitte nicht, dass ich jetzt überall die Strukturen irgendwie anpassen muss. Hoffentlich nicht. Icons wurden in SVG importiert. Nicht alle, sondern irgendwie wohl, wenn ich richtig gelesen habe, hier wohl einige, aber auch nicht alle. Also irgendwie Icons, die hier sich unter diesen ganzen VM-Informationen verstecken, wurden also jetzt in SVG-Icons importiert. Ihr kennt selber, die kann man so groß skalieren, wie man will. Ist halt deutlich besser, als wenn man irgendwelche PNGs oder sonst was eben benutzt. Cleanup, wenn ein Restore fehlschlägt, ist jetzt verbessert worden. Das heißt, das gab es auch. Ich habe es auch schon mal gesehen, da musste man nämlich per Hand danach ja was löschen. Also wenn ich jetzt irgendeinen Restore mache von irgendeiner Maschine, die jetzt 5 virtuelle Disks hat und irgendwie ein paar Snapshots und dann irgendwann am Ende von dem Restore beispielsweise ist irgendwas fehlgeschlagen, dann hat der schon Disks angelegt und sonst was, dann ist hier der Cleanup, also der ist fehlgeschlagen. Und dann, wenn was fehlschlägt, sollte natürlich gecleanupt werden. Das, was nicht funktioniert hat, sollte am besten alles, was nicht ging, einfach wieder weggeschmissen werden, damit das System sauber bleibt. Das hat scheinbar nicht richtig funktioniert und das wurde jetzt irgendwie wohl bereinigt, dass dann wirklich bei einem fehlgeschlagenen Restore alles gecleanupt wird. Als abschließende Information von diesem ganzen Zeug, was natürlich immer noch nicht alles war, aber aus meiner Sicht so eigentlich das Wichtigste und die Kernsachen, einige LXCs wurden hinzugefügt, auch hier gibt es natürlich eine Liste hier drin irgendwo, ne? Hier Ubuntu, wo war das denn, die hinzugefügt worden sind, irgendwo gab es eine Liste, welche hinzugefügt worden sind, da gab es ganz komische hier, doch da Duvan, Elpan 3.15, Ubuntu 22.4, dann wurden hier welche refreshed, also auch da hat sich wieder eines getan, dass die ganz normalen Linux-Container geupdatet worden sind oder geupdatet und einige neue. So, und alles andere, würde ich sagen, müsst ihr jetzt nachlesen, hier seht's, ne, das ist mit den Date-Time-Ranges und so weiter und so weiter. Es hat sich ein bisschen was bei OpenID getan, das hatten wir ja auch schon in unseren Livestreams mal ein paar Probleme. Also Kleinigkeiten, die erstmal vielleicht nicht für jedermann so wichtig waren. Deswegen, das hier waren meine Key Facts, das hier waren, muss ich sagen, doch, für ein Update von 7.1 auf 7.2, doch, muss ich sagen, einige Keys, die sich hier geändert haben, finde ich gut, absolut dafür, für dieses Update, Daumen hoch. Was habe ich jetzt? Jetzt habe ich euch 20 Minuten voll gequatscht, tut mir echt leid, aber daran sieht man, es waren einiges. Und Proxmox, guckt euch dieses Video an. So ein Haken wie für da hinten, die Disk einhängen bei Moven, ey, wäre echt toll, oder? Naja. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Updates, für eure Mühen und für das, dass wir das mit Proxmox so frei und kostenfrei verwenden können. Daumen hoch. Vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.